Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Um was soll es heute gehen? Liebe Nature Chiller, es geht um Folgendes. In den nächsten drei Videos stelle ich euch Messer vor, feststehende Messer, die ihr tragen dürft, die also 42a konform sind. Das bedeutet, die Klinge ist nicht länger als 12 cm und ihr dürft die einfach so mit euch führen. Den genauen Gesetzestext werde ich euch jetzt hier nicht aufführen. Allgemein lässt sich kurz das zusammenfassen. Alles, was über 12 cm Klingenlänge hat, darfst du nicht mitführen. Du darfst es besitzen, aber nicht mitführen. Und deshalb stelle ich euch jetzt drei Messer vor, die ihr mitführen dürft. Ich sage es aber gleich nochmal dazu, ich würde sie nicht mitführen, wenn ihr keinen richtigen Grund dafür habt. Das ist halt einfach so, finde ich. Also wenn ich keinen Grund habe, warum ich mit einem Messer rumlaufen muss, dann habe ich auch kein Messer dabei, außer natürlich mein EDC oder mein Taschenmesser. Aber in den nächsten drei Videos soll es, wie gesagt, um feststehende Messer gehen, die ihr dabei haben dürft, wenn ihr draußen unterwegs seid. Und anfangen werde ich mit einem Klassiker, und zwar mit dem Esse Isula. Dürfte jedem ein Begriff sein. Und was ich von dem Messer halte, das seht ihr in dem Video. Und jeder, der sich für das Thema Messer, die ich mit mir rumschleppen darf, interessiert, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Zuschauer, die schon länger meinen Kanal verfolgen, übrigens, ihr seid die coolsten, vielen Dank hier nochmal dafür, die wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommen nämlich die technischen Daten. Das bedeutet, ich schalte die Waage ein. Danke Mama für die Küchenwaage. Das Messer wiegt ohne Scheide im blanken Zustand 60 Gramm. Wenn wir die Scheide noch dazu packen, wiegt das mit Scheide 80 Gramm. Ist also ein Leichtgewicht und lässt sich super um den Hals tragen. Deshalb auch Neckknife. Das Isula hat eine Gesamtlänge von ca. 16 cm, wobei die Klingenlänge ungefähr 6,7 cm beträgt. Wie ich vorher schon erwähnt habe, komplett 42a konform. Ihr dürft es mit dabei haben. Natürlich einfach um den Hals hängen und ab geht die Luzi. Die Klingenstärke beträgt 4 mm. Also führt es doch kleine, kompakte Messer, hat es eine ordentliche Stärke. Also du kriegst das nicht kaputt. So viel kann ich euch schon mal sagen. Ich habe das ja auch schon eine Zeit lang. Und ja, ich habe es bis jetzt noch nicht kaputt bekommen. Die Dicke zieht sich übrigens durch das ganze Messer durch. Also das ganze Messer ist an der dicksten Stelle 4 mm stark. Das Isula besteht aus einem 1095er Carbonstahl. Das hört sich jetzt wieder so voll intelligent an. Und dabei habe ich wieder mal keine Ahnung, was das bedeutet. Es ist seltsam, weil ich habe eigentlich eine Metallausbildung, aber ich habe mir nichts gemerkt. Ist doch schon sehr lange her. Naja, egal. 1095er Carbonstahl, das heißt, es rostet, wie man hier auch sieht, dass es rostet. Und es hat eine schwarze Pulverbeschichtung, die sehr rau ist. Aber relativ gut hält. Also wie gesagt, ich habe das Messer jetzt schon sehr lange. Ich habe das Messer geschenkt bekommen vom Stefan vom Outdoor Family Adventure Channel, wo leider keine Videos mehr kommen. Stefan, wenn du das siehst, mach mal wieder ein paar Videos. Wäre echt mal ganz cool. Aber egal, zurück zum Thema. Schwarze Pulverbeschichtung und die hält auch wirklich sehr gut. Ist aus einem Stück gefertigt, hat einen skelettierten Griff, wie man hier sieht. Und das zeige ich euch dann nachher. Diesen Griff, den kann man sich natürlich auch noch mit Paracord umwickeln. Und dann hat man einen schöneren Griff. Das Isula wurde unter anderem von dem Outdoor-Spezialisten Jeff Randall mitdesignt. Und Jeff Randall hatte die Intention, ein Messer zu machen, das kleines, aber ein richtiges Arbeitstier ist. Und das hat er mit dem Esse Isula auch geschafft. Der Name Isula kommt von einer äußerst aggressiven Ameisenart,
die sogenannte 24-Stunden-Ameise. Korrigiert mich, wenn ich jetzt hier falsch liege, aber das müsste die 24-Stunden-Ameise sein. Sehr klein, aber sehr aggressiv und ihr Biss ist sehr schmerzhaft. Sozusagen ein kleines, aber ein gemeines Tier. Und genau so ist dieses Messer auch designt und hergestellt. Klein, aber gemein. Und mit gemein meine ich echt brauchbar. Jetzt kommen wir zum etwas komplizierteren Teil von diesem Video und ich werde das jetzt auch nicht alles so wiedergeben, wie ich es gefunden habe. Also Tatsache ist, das hier ist die erste Variante von dem Esse Isula. Skelettierter Griff, durchgehende Breite etc. Mittlerweile gibt es, glaube ich, Esse Isula 2, 3, 4, 5 und 6. Das unterscheidet sich alles in Längen und zum Beispiel, also nur mal als Beispiel, das Esse Isula 2 hat ein bisschen einen größeren, längeren Griff und hat Micarta-Griffschalen. Das Dreier glaube ich auch und so geht es dann immer weiter. Unabhängig davon gibt es dieses Esse Isula noch in allen verschiedenen Pulverbeschichtungen, die man sich vorstellen kann. Also von Neongelb über, ja, alles. Also das gibt es in 1000 verschiedene Variationen. Ich stelle hier das ursprüngliche vor, die erste Variante, das habe ich wie gesagt geschenkt bekommen und ich liebe es einfach. Das ist die erste Variante. Die anderen Variationen, was es da so alles gibt, schaut es bitte selber im Internet nach. Ich kann das nicht alles wiedergeben. Also meines Wissens gibt es jetzt, die neueste ist die Version 6. Und dann gibt es aber von Esse noch mittlerweile ganz viele andere Messer und das ist alles ein bisschen kompliziert und ich werde das jetzt alles nicht genau erläutern, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Das hier ist die erste Variante, was aus der Idee, ein kleines, gemeines Messer zu machen, entstanden ist. Aber auch für die erste Variante gibt es natürlich Griffschalen, die man sich dazu kaufen kann. Und dann ist es auch griffiger. Ich hatte mal Griffschalen, die waren aus Paracord und dann habe ich sie noch mit zwei Komponenten Epoxidharz ummantelt und hatte dann einen richtig festen Griff, der auch sehr brauchbar war, aber ich wollte dann wieder das ursprüngliche Neck Knife Design mit dem skelettierten Griff, deshalb habe ich den dann runtergemacht. Ansonsten gibt es nicht so viel zu sagen zu dem Messer. Man kann super arbeiten, dank hier dieser, ja, hier für die Auflage für den Finger und hinten auch die Auflage für den Daumen. Man kann super damit arbeiten. Man bringt es auf eine perverse Schärfe. Pervers meine ich eine sehr gute Schärfe. Und wie gesagt, obwohl es so klein ist, hat diese bauchige Klingenform auch den Vorteil, dass es sich halt wirklich überall durchbeißt. Also zum Schnitzen super geeignet, zum Betonen muss sich jetzt jeder, kann sich jetzt jeder selber ein Bild drüber machen, betonmäßig. Aber ansonsten macht das Messer alles mit und ist wirklich ein toller Begleiter für jung und alt und Mann und Frau und so weiter, was es halt da noch so alles gibt. Dann kommen wir wie immer ganz kurz zur Scheide. Die Scheide ist eine ganz normale Kydex-Scheide, super verarbeitet. In der Scheide hält das Messer bombenfest. Es hat hier verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und auch hier das Loch für den Paracord, wenn man es eben um den Hals tragen möchte. Mit der Scheide bin ich voll und ganz zufrieden, muss ich diesmal ganz ehrlich zugeben, weil über die Scheide oder über die Scheiden, da lasse ich ja auch hin und wieder mal schlechte Worte fallen, um das mal nett auszudrücken. Bei der Scheide fehlt sich überhaupt nichts. Wie oft habe ich jetzt Scheide gesagt? Egal. Wie ich ja vorher schon erwähnt habe, ist das ein skelettiertes Messer, also mit einem skelettierten Griff. Aber natürlich, habe ich ja vorher auch schon erwähnt, kann man sich natürlich ein Paracord rumwickeln und nein, ich zeige euch jetzt nicht, wie ihr einen Paracord richtig drum wickeln könnt. Das könnt ihr euch schön im Internet selber anschauen. Ich zeige euch bloß, dass es halt möglich ist. Als Beispiel die einfache Wicklung.
so wird es dann rumgewickelt. Also bloß mal hier schnell. Das könnt ihr dann machen, wie es ihr wollt. Aber dann kann man auch einen normalen Griff machen, einen normalen Paracord-Griff. Ich bin kein Fan davon. Entweder ich mag feste Griffe aus Mikata oder aus Holz oder sonst irgendwas. Oder ich mag es halt in der Rohfassung. Diese Paracord-Griffe finde ich persönlich, nur meine persönliche Meinung, die Paracord-Griffe finde ich zum Kotzen. Ich mag sie nicht. Aber muss jeder selber wissen. Wenn jemand sagt, Paracord-Griffe ist das A und O in Sachen Messern, dann sage ich, ja, ist schön, dass sie dir gefallen. Bei dem Esse Isula gibt es natürlich Preisunterschiede. Das günstigste, was ich jetzt gefunden habe, war, glaube ich, ab 74 Euro, aber keine Gewähr drauf, also auf gar keinen Fall. Ihr müsst einfach selber danach suchen. Ich finde jetzt so 75 Euro geht noch für ein Messer. Wenigstens, also ich finde, es geht noch. Natürlich zahlt man hier auch für den Namen. Das Ding, das könnte man billiger auch herstellen. Aber ich finde, es ist noch einigermaßen im Rahmen. Es sind ja keine 249 Euro, sondern wie gesagt nur 75 Euro. Und ich finde, das ist noch in einem... Ich sag's mal so, ich hätte es mir nicht gekauft, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte. So. Ich muss auch dazu sagen, und jetzt werden wieder tausend Leute sagen, bist du wahnsinnig, aber ich habe auch Neck Knives von Miltec und die passen genauso und die kosten halt 7 Euro. Und mit denen komme ich auch super zurecht. Also das ist, ich habe es geschenkt bekommen. Vielen lieben Dank für dieses wirklich tolle Geschenk. Ich hätte es mir so nicht gekauft, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es habe. Also ich bin richtig froh, dass ich diesen kleinen Beißer, diese kleine Ameise mein eigen nennen darf. Und wie gesagt, solange es nicht 249 Euro kostet, ist alles gut. Abschließend kann ich über das Esse Isula nur sagen, Pro und Contras. Pro von dem Messer ist, nein, ich fange jetzt nicht an mit Pro und Contra. Jeder, der sich überlegt, er will sich ein Messer kaufen, das er auch so mitführen darf, das er auch dabei haben darf, der ist mit dem Messer super bedient. Jeder, der sagt, das ist mir zu gering, der muss sich halt was Größeres kaufen und braucht halt dann wieder einen guten Grund. Aber das ist halt ein tolles 42A-konformes Messer, was ich mit gutem Gewissen weiter empfehlen kann. Contra, wenn ich einen Contra-Punkt finden müsste, das ist halt wieder der Preis. Die ein oder anderen werden jetzt sagen, hey, 75 Euro ist doch kein Preis für ein Messer. Ja, das stimmt, aber es ist halt einfach Massenware. Und dann ist das irgendwann nicht mehr gerechtfertigt. Und das sind halt, ist jetzt völlig egal. Also jeder, der es ausgeben will, soll es ausgeben. Ich kann es jedem ans Herz legen, ich kann es jedem nur empfehlen. Holt euch den kleinen Scheißer, holt euch die kleine Ameise und ihr werdet nicht unzufrieden damit sein. Ergo, ihr werdet zufrieden damit sein. Schaut euch mal die anderen Varianten an, schaut euch mal, welche Farbe euch gefällt. Bei dem Messer ist, glaube ich, da ist alles offen. Also das ist, es gibt auch Zubehör ohne Ende, ihr könnt es da selber mal im Internet schauen. Gebt es einfach mal ein, Esse Isula, und dann klickt es euch einfach mal durch. Es ist ein Labyrinth aus Zubehörteilen und verschiedenen Varianten. Oh, das war's jetzt aber von mir und von meinem kleinen Messervideo. Der erste Teil von meiner dreiteiligen Messerserie, Messer, die ich mitschleppen darf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt bla bla bla, Touristenschnacksler, und ihr wisst Bescheid. Geht raus, nehmt eure Kinder mit raus. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber eins muss ich euch wie immer mit auf den Weg geben. Treibt es nicht zu wild. Sagt Nature Chill.